So, hier zeigen wir euch die Wolkenschwert-Anwendung. Ja, das ist nur eine einfache Anwendung. Wir zeigen die Anwendung erstmal mit gerade Stichen neutral, damit ihr die Technik als eine Variable sieht, weil der Angriff dann immer konstant ist. Okay? So, der geht von hier nach da, durchstreift nicht nur hier das da, sondern eben von hier nach oben. Ja, weil das ja über meinen Kopf ist und dann wieder runter. Das heißt, er muss den Raum zwischen hier bis hier ganz kurz abdecken, weil nämlich der Angriff eigentlich oben hier ins Gesicht kommt. Probier mal hier hinzustechen. So, bumm, genau. Ja. Und wenn ich das jetzt so mache, habt ihr gar nichts abgewehrt. Wenn ich das aber von hier nach da mache, dann ist es ja hier gewesen. Okay? So, im strengsten Sinne ist es quasi eine Art Tan und dann wechsle ich und dann geht es weiter in den Kreis. Das heißt, hier findet der Tan statt, wo der Angriff kommt und hier mache ich eine Art Lab. Ja, guck mal, Daumen, Daumen. Guck mal, jetzt mein Daumen, Tan-Daumen, Wechsel in Lab-Daumen. Ja, und wenn wir das Ganze mit so einem Vorführschwert wieder machen, seht ihr die Daumenseite wechselt, weil dann die Hauptschneide auch wieder eine Funktion hat. Ja, und dann hier einen Folgeangriff machen kann. Der Hün gibt es in zwei Richtungen, hier eins, hier zwei. Deswegen ist in traditioneller Anwendung auch in der Brust und nicht weiter rüber, weil wenn er von hier kommt und ich mache von der Seite den Hün, ja, und ich mache hier so eins und dann jetzt zwei, jetzt bin ich noch zu weit weg, ja, und kann auch die Waffe verlassen und so weiter. Aber wenn ich den hier mache, mache ich hier eins und dann jetzt bin ich hier in der Brustposition und kann hier einen Stich machen. Dafür ist es. Ja, wenn ich hier nach innen den Huhn gemacht habe, bin ich hier. Und dann ist die Waffe gerade hier und dann kann ich von hier aus wieder stechen. Aber wie gesagt, einfach um den Flow zu machen, macht ihr die einfach von dieser Position zu dieser Position, da habt ihr immer eine symmetrische Bewegung. Okay, dann könnt ihr es besser vorstellen, warum das Schwert auch von dieser Ebene auf diese Ebene steigt und wieder sinkt. Weil nämlich dieser Raum hier abgedeckt wird damit. Okay, bis zum nächsten Mal.